Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Wir sind jetzt in diesem schönen Raum und ich weiß noch nicht, was wir zu tun haben. Ich weiß auch nicht, ob wir hier durchkommen. Genau, da ist noch so ein Kristall, den nehme ich aber noch nicht. Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat, wenn da sowas drauf ist. Kann man dann irgendwas damit machen oder soll da irgendwas hin? Ich habe keine Ahnung. Also hier sind die Schwerter. Frage ist halt auch, kann ich hier überhaupt schon was machen? Vielleicht muss ich ja auch noch warten. Aha. Aha. Okay, da kann sie sich festhalten. Ah, okay, hier muss ich was reinstecken. Okay, vielleicht eins der Schwerter am Ende. Dann muss ich die Schwerter dann nur irgendwie rauskriegen. Und hier ist auch noch eine Tür. Aber da vorne bei den Schwertern kann ich doch jetzt noch nichts machen, oder? Oder doch? Nee, ich habe auch keine Ahnung, ob die überhaupt hier weg sollen am Ende oder was das Ganze hier auf sich hat. Vielleicht soll da später auch noch irgendwas anderes hin. Ich habe keine Ahnung. Und hier sind Symbole. Die müssen doch bestimmt auch alle gedreht werden. Auf der anderen Seite waren doch auch welche. Ich würde sagen, die müssen irgendwie am Ende des Tages gedreht werden. Ja, aber jetzt habe ich irgendwie noch keinen Schimmer. Und hier war die andere Tür. Und irgendwas hat das noch mit dem Globus auf sich. Und wieso brennt hier nur die eine Kerze? Kann ich jetzt nochmal zurückgehen? Ja, das geht ja. Frage ist nur, ist das so sinnvoll, wenn ich zurückgehe? Und kann ich hiermit irgendwas machen? Das Ganze hat ja wohl was mit Sonne und Licht und sowas zu tun. Also, wenn ich hier nochmal zurückgehe. Hier ist überall nichts. Das sind ja auch ganz normale Steinplatten, glaube ich, mit denen wir nichts machen können. Okay. Ja, entweder ich muss jetzt in dem Raum noch was machen, oder was ich natürlich auch noch nicht gemacht habe, ist diesen Schalter zu drücken. Vielleicht passiert dann noch irgendwas Gutes. Bist du jetzt weiter reingefahren? Ich glaube schon, ne? Wow, das ist alles so verwirrend. Okay, du bist jetzt aber wieder zu. Wo komme ich hier hin? Den hatte ich auf Rot gestellt. Ich mache den mal auf Grün, aber das dürfte falsch sein, oder? Also was heißt falsch? Aber dann, genau, dann ist hier vorne auch zu. Wow. Das kann sich doch kein Mensch merken. Oder müssen die letztendlich alle auf Grün sein? Guck mal. Hä? Hä? Jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen, ne? Aber ist nicht irgendwo noch was aufgegangen? Habe ich da nicht noch was gehört? Nee, hier ist zu. Und hier ist auch zu. Nee, das war schon alles richtig, glaube ich, so wie ich das hatte. Und hier unten war doch auch nichts mehr. Und hier kam die U-Bahn.
Ist jetzt die Frage, ob die U-Bahn hier gleich nochmal kommt oder ob ich da weiter kann. Okay. Okay, wow. Okay, war nicht so schlau. Ich kann natürlich gucken, ob ich noch mal woanders hingehen kann. Vielleicht muss ich da ja auch erst später hin. Die Tür ist auch aufgegangen. Genau. Okay, ja, gut, dann gehe ich hier halt noch mal raus. Vielleicht finde ich ja woanders Antworten. Was ist hier? Ist das ein Aufzug? Ich weiß nicht, aber ich glaube, da gibt es nichts. So, genau. Wir kamen von da oben. Und da hinten ging es nicht weiter. Aber das sieht doch kaputt aus. Das sieht doch kaputt aus. Yay. Ah, Geheimnis. Ach, cool. Endlich mal wieder ein Geheimnis. So. Okay, das war's aber schon. Ja, du darfst nach oben. Okay, aber trotzdem ganz nett. Aldwych. Ach, stimmt. War da nicht noch ein anderer Gang auf der anderen Seite von der U-Bahn? Ich finde es auch super, dass es hier keine richtigen Rolltreppen gibt, sondern so Laufbänder. Laufbänder sind nämlich auch ziemlich cool. So, genau, da vorne war doch noch ein Eingang. Stimmt. Da kommt doch bestimmt auch gleich wieder ein Freund. Alter Verwalter, raus hier. Raus hier, ganz. Scheiße. Scheiße, ganz schnell raus hier, bitte. Da kommt doch jetzt gleich eine U-Bahn. Shit. Hier kommt ganz sicher gleich irgendwo eine U-Bahn. Vielleicht hätte ich direkt rüberspringen müssen. Komme ich da an irgendeiner Stelle nochmal nach oben? Wenn dann am ehesten hier, ne? Ja, nee, so nicht. Schade. Oh Gott, hier kommt gleich eine U-Bahn. Ja, das war so klar. Okay, renn, renn, renn. Okay, die U-Bahn ist irgendwie ein bisschen zu schnell für mich. Mal gucken, ob ich in die andere Richtung gehen kann oder ob ich jetzt halt hier voll verkackt habe. Ich wollte in diese Richtung, glaube ich, ne? Genau. Nee, hier kommt nur die U-Bahn. Glaube ich. Ja. Okay, gut. Also ist das ganz schön blöd, wenn man da reinfällt. Dann möchte ich das hier laden. Genau. Was war jetzt? Was war jetzt hier nochmal? Da war genau der Schalter, damit die Tür da vorne aufgeht. Okay. Okay. Ich hoffe, ich finde da noch irgendwie Sachen für, damit ich da dann irgendwann weiß, was zu tun ist. So, ich möchte natürlich das Geheimnis nochmal holen. Ja, und dann muss ich mal gucken, ob ich auf der anderen U-Bahn-Seite rüberspringen kann. Wahrscheinlich, ne? Sonst würde es da ja gar nicht weitergehen. Und das würde bedeuten, dass ich hier irgendwie weiterkommen muss bei diesem Raum. Und das fände ich nicht ganz so toll. Auch wenn es ein schöner Raum ist, aber trotzdem. So, hier kam ja keiner.
frage mich, wann das jetzt genau spielen soll. Ob das wirklich in den 90er Jahren ganz normal spielen soll. Ach so, das ist nur die andere Seite, oder? Hä? Kann es sein, dass hier gar nichts Sinnvolles mehr kommt? Ich meine, sie fällt so oder so runter. Okay, ich glaube, dann lade ich doch noch mal das hier. Ich weiß, das ist jetzt so ein Hin und Her. Aber egal. So, was ist hier zu tun? Du hast das Symbol von irgendeinem Berg oder von oben ist die Krone, dann kommen Arbeiter und noch irgendwas. Eine Dreifaltigkeit sozusagen. So, wie bin ich jetzt das letzte Mal hier durchgekommen? Ich habe keine Ahnung. Und muss ich überhaupt dadurch? Also irgendwie, wenn das hier ein Rätsel sein soll, dann erschließt sich mir das hier noch gar nicht. Also wirklich gar nicht. Was ist mit denen hier? Drehen die sich vielleicht? Ah, die drehen sich bestimmt. Dann geht die Tür auf, wenn wir hier was reinstecken, oder? Aber was müssen wir denn da reinstecken? Was soll da rein? Und wann geht diese Tür hier auf? Das ist irgendwie alles. Und soll ich überhaupt da durchkommen? Weil irgendwie, wie bin ich das letzte Mal da durchgekommen? Ich bin der Meinung, ich habe irgendwie zwei Tasten gedrückt und bin dann einfach da durchgelaufen. Keine Ahnung. So. Okay, das da oben sind Sonnen. Dann sind das auf den anderen Plaketten wahrscheinlich die Sterne. So, hier haben wir dasselbe Symbol. Nur in die andere Richtung gedreht. Ja gut, ich brauche definitiv irgendwas, was ich da reinstecken kann. Von daher glaube ich echt, dass ich hier noch nichts machen kann. Aber ich lasse den Weg definitiv offen jetzt. Nicht, dass ich den noch mal finden muss. Ah, hier sind auch Sterne überall. Stimmt. Heißt das, das ist dann der richtige Weg oder so? Es wäre halt schön, wenn man hier noch irgendwie weiter könnte. Ja, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel rumexperimentieren, außer natürlich, ich muss rumexperimentieren, damit ich hier noch weiterkomme und vielleicht die Gegenstände finde, die ich brauche. Das kann natürlich sein. So, du bist weiterhin weit hinten. Was hat sich hier so verändert? Da ist jetzt Schluss. Okay. Dann drücke ich hier noch mal drauf. Das klang sehr nah. Was hat sich hier verändert? Du bist zu. Hier ist Schluss. Hier ist schon Schluss. Und hier hat sich nichts verändert. Wow, aber es kann sich doch kein Mensch merken, wenn wir das hier alles machen müssen. Oder? Also jetzt mal ernsthaft. Ach so, der ist gerade hier zurückgefahren, oder? Oder, hä, waren das immer nur zwei? Zwei Schalter hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das jetzt wieder, wie es gerade eben war. Ich glaube, so in etwa war das richtig. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier raus, denn ich glaube, ich kann hier nichts mehr machen.
Ja, oder ich muss hier wirklich weitermachen. Welchen Weg gab es denn sonst noch? Wahrscheinlich gar keinen, ne? Wahrscheinlich gar keinen. Ach, das fände ich aber blöd. War ich da schon? Kam ich daher? Hä? Ach, warte mal, kam ich vielleicht? Wir gehen jetzt erstmal hier runter und dann muss ich gleich gucken, wo ich herkam. Könnte sein, dass ich dann da oben noch gar nicht richtig war. Obwohl. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Aber gut zu wissen, dass ich immer die offensichtlichsten Wege nicht sehe. Das ist ein bisschen frustrierend, aber irgendwie auch lustig. Also, hier gehen wir mal lang. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, ob wir hier waren. Ah, ach klar, hier war der Hund. Genau, woran sind wir hier gescheitert? Was war hier? Stimmt, da mussten wir auch irgendwas einsetzen, ne? War da nicht das mit der Fahrkarte? Okay. Okay, wow, wo soll ich hin? Unten im Wasser war auch nichts mehr. Hier kamen wir aber definitiv nicht weiter. Was kann man hier so durchsehen? Okay, ein Kristall. Ja, der ist gar nicht mal so wichtig. Es ist nur wichtig, dass ich irgendwie weiterkomme. Ich will aber nicht da irgendwie noch weiter beim Labyrinth rumsuchen. Und wahrscheinlich ist das dann sowieso falsch am Ende, wenn wir auch noch zwei Sachen finden müssen. Dann ist das gar nicht mal so wenig. Ist das da oben eine Luke, wo wir später noch rauskommen? Vielleicht. Und hier leuchten irgendwie auch nicht alle. Das ist verdächtig, oder? Dass hier einige Kerzen und Laternen an sind und andere nicht. So, genau, hier war der Ticketschalter und hier war eine geschlossene Tür. Und ich schätze, ich kann die auch nicht aufschießen. Genau, ach ja, hier waren diese komischen Dinger, bei denen ich auch nicht weiß, ob ich da was machen kann. Und wir kamen wir von oben? Ich glaube schon, ne? Genau. Genau. War hier sonst noch irgendwas? War ich hier hinten schon? War ich hier? Ja, ach ja, stimmt, da hatte ich ja, ach ja. Da hatte ich ja den schlauen Weg genommen. Genau. Kleines Déjà-vu. Ja, schön und gut. Schön und gut. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ich kann nur in diesen blöden Templerraum oder was das ist. Sonst sind hier alle Türen geschlossen. Na gut. Ich fand den ja eigentlich beim ersten Eindruck so ganz cool. Aber nicht, wenn ich da Ewigkeiten irgendwie rummurkseln muss. Und wehe, jetzt kommt gerade die U-Bahn. Scheiße, ich höre was. Kommt die U-Bahn? Kommt die U-Bahn? So. Okay, also alles nochmal auf neu. Was passiert, wenn wir den hier drücken? Dann geht das hier vorne zu, richtig? Richtig. Okay, dann drücken wir den hier wieder.
Dann geht die Tür auf. Dann drücken wir jetzt erstmal den hier, machen den auch auf grün. Dann verändert sich irgendwas hinter uns. Dann ist das hier zu. Aber dafür ist dann hier auch zu. Okay. Ja, sehr schön. Gut, da ist zu. Ja, ich kann doch jetzt nicht alle Kombinationen ausprobieren, oder? Aha, was liegt hier? Ein Medipack. Ja, schön. Ich will kein Medipack. Ich glaube fast, dass wir hier nichts finden. Also ist, glaube ich, wirklich. So, was ist jetzt geschehen? Das ist dort. Hier ist noch zu. Und die sind auch. Okay. Hier war zu, ne? Ja. Okay. Ich drücke jetzt erstmal das hier noch. Dann geht das. Nee. Hä? So, dann ist das hier offen. Okay, und der Weg hier ist hier zu Ende. Der Weg sieht immer noch gleich aus. Okay. Das war, wenn ich hier drauf drücke, dann hat sich hier auch nur irgendwas verschlossen, glaube ich. Genau, dann ist das verschlossen, was nicht gut ist. Also der muss auf Rot eigentlich stehen. Genau. Was war, wenn der hier auf Rot steht? Ja, komm. Dann sind die auch zu. Okay. Ja, ich glaube fast, wir haben alle Möglichkeiten gleich durch. Okay, jetzt ist wieder offen. Das ist schön. Ach so, ja, ich kann natürlich auch mal darauf achten, welche bewegt werden. Die Hände werden bewegt. Der Handschlag. Das ist natürlich gar nicht mal so unklug. Das ist gar nicht mal so unklug. Welches war jetzt? Ich glaube, den da vorne mussten wir noch mal drücken, ne? Ah, und hier müssen zwei gedrückt sein. Okay. Handschlag und das andere Dingens. Was auch immer das ist. Okay, da sollte ich vielleicht echt mal drauf achten. Also mit den beiden gehen irgendwie Handschlag. Aber der Handschlag bleibt zu. Oder ist das ein anderer Handschlag? Das ist der Handschlag. Das ist doch derselbe Handschlag, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. So, Handschlag. Und wenn wir den hier drücken, dann gehen die mit K zu. Genau. So, was ist, wenn ich den jetzt noch mal drücke? Dann gehen die wieder auf. Und K ist zu. So. Jetzt sind die auch zu, aber K ist offen. K ist offen. Wo ist denn das Komische? Wie mache ich das denn hier? Wow, ich glaube, ich muss das echt noch mal ein bisschen genauer angucken, aber das hier ist jetzt wieder offen. Und das ist, glaube ich, auch echt, wo wir hin müssen.
Aber hier ist noch was zu. Aber das ist doch der einzige mögliche Weg hier, oder? Gut, Leute, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Wir haben nicht so viel geschafft, aber ich hoffe, in der nächsten Folge kriegen wir dann raus, wie das hier mit dem Raum funktioniert. Bis dann.